Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast Whistleblower. Uff, pelzig. Und ja, hier hat er mich wieder rausgeworfen. Ich bin höchst arg gespannt, weil die der das letzte Mal gerumpelt hat. Und ich will nicht wissen, was es hier noch so alles gibt, wenn hier Leute schon mit abgetrennte Köpf Basketball spielen. Ich höre Telefon. Und okay, da kann ich zumindest mal nicht rein, worum ich recht dankbar bin. Scheinbar hier zu sein, das Telefon, was nicht klappt. Okay, das bringt mir aber erstmal nichts, weil, Moment, kann ich hier irgendwo hochklettern oder so? Nee, das scheint nur so Verschlag-Kabuff zu sein von jemand. Telefon geht nicht mehr. Ja, ohne drunter ist auch nichts Spannendes. Außer, dass das mal eine neue Mietwohnung wird hier. Drücke, hä? Zum Öffnen. Ah ja, okay. Das mal nur für die Idee aufzumachen. Ich glaube, das wird definitiv mal eine neue Mietwohnung, wo ich bis zum Ende vom Tag warte. Ja, scheiße, bringt uns nichts. Du Hochkraxler geht auch nicht. Boah, eben war ein Grafikfehler. Heute ist, glaube ich, der Tag des Grafikfehlers. Bei Uncharted 3 war das halt auch das Problem. Weißt du, Deivel, was du halt los ist? Fängt ja schon mal großartig an, wenn ich keine Ahnung habe, wo ich hingehen muss. Okay, die Nachtsicht bringt uns hier auch überhaupt nichts. Hochklettern geht auch nicht oder so. Und hier drin finden wir, glaube ich, auch nichts Spannendes. Nicht, dass da irgendwas ist, was wir so ein Schabasse würden. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wohin mit uns. Du hoch geht nicht. Klettern geht hier nicht. Speichert hat er hier. Durch die der will er anscheinend auch nicht gehen. Außerdem ist du Kette vor. Du können wir nicht durchs Fenster kraxler. Du ist nur irgendein Kabuff. Und wir haben es paar Minuten noch 9. Wenn wir hier zumachen, ist eigentlich auch relativ bums. Weil das ist nur ein kleines abgeschlossenes Kabuff. Rauskommen wir hier nicht. Interagieren können wir hier auch nicht mit irgendwas. Nö. Er hat mich hier auf ganz offensichtlich in irgendeine Sackgasse gelockt. Keine Ahnung. Vielleicht sollte man wieder zurückgehen. Zum Basketballspieler. Und packst's. Ah. Irgendwann wird der Ball aber auch U-förmig, das weißt du. Wenn er die ganze Zeit runterdotzt, irgendwo, das ist alles härteste Material, irgendwann bricht es auch mal. Ich dir dann Basketball empfehle, der ist etwas geschmeidiger, was sowas angeht. Ist auch besser dafür geeignet. Schiebe können wir das Zeug jetzt auch, ne, dass ich da hier könnte. Ich bin gerade wieder ratlos. Fängt großartig an, ich weiß. Ja, aber hier geht's nicht. Wir könnten uns ein bisschen hinsetzen. Nee. Brecherle kurz machen. Okay. Keine Ahnung. Hochklettern geht nicht. Sieht wohl aus, als müssten wir wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, wo hier. Irgendwas ist aufgegangen. Irgendwas ist aufgegangen gerade. Okay, der. Der ist nicht aufgegangen. Irgendein der ist aber aufgegangen, habe ich gehört. Ha. Hier war nichts, oder? Nee. Hier vielleicht? Nee. Ich glaube, von da komme ich. Ich weiß es aber schon nicht mehr. Toter Wärter. Ah, okay. Ich glaube, da war ich am Amok gestanden und war blöd, du. Ja. Oh, Ratlosigkeit. Ich hasse dich. Scheiße. Da kommen wir auch nicht durch, wie es aussieht. Da hat die arme Sau auch nicht mehr durchgekannt.
Nee. Ich bin mal wieder echt ratlos. Verdammt nochmal. Ne, hier immer auch nichts Besonderes. Ich hasse das. Ich hasse das und fühle mich von Spieler alle gelost, wenn dann kein Hinweis kommt. Das ist aber auch schön hier, alles mit Blut gesprenkelt schon. Ich fühle mich da echt von Spiele verlassen, muss ich sagen. Es ist zwar schön, wenn man alles nochmal irgendwie selber erkunden kann und muss. Aber bei Uncharted gibt es immer noch die schönen Hinweise, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn man nicht weiß, was man zu machen hat. Aber hier, ich komme jedes Mal von Naya verlosse vor. Weil ich irgendeinen Quatsch wieder nicht gesehen habe. Aber das kann ja nichts sein. Ich meine, da kommt er nicht hoch. Da kann er nicht klettern. Das geht nicht. Da kommt er nicht hoch. Ne? Kann ich machen, was ich will. Und da drin ist nichts. Was? Verdammt nochmal muss ich machen. Vor allem gespeichert hat er hier auch noch. Warum? Ratlos. Absolut ratlos. Irgendwo hier in der Gegend muss offenbar irgendwas sein. Hm. Zu unserem Basketballspieler kommen wir alle drei. Nee. Da kommen wir eine 3. Der trifft alles noch nicht. Und irgendwo hat es einen Quieker gemacht und der ist aufgegangen. Aber wo? Wo, verdammt? Ich habe keine Ahnung. Und ich jetzt sage ihr, liebe Leid. So lädt man es jetzt auch gut. Aber bevor wir wieder wie beim letzten Mal da rumirren oder beim vorletzten Mal, mache ich hier einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Da bin ich wieder. Ja, wir müssen wieder zurück. Mann. Ja klar, man hat ja gehört, dass hier irgendwas auf war. Aber ich scheine das wohl nicht richtig gecheckt zu haben. Und Moment, wo war dann das? Hier irgendwo in der Nähe muss das gewesen sein. Da ist dann... Genau, hier ein Riss drin. Ein Loch ist im Eimer Karl Otto und so. Und dann kann ich da runterspringen. Weiter habe ich mich auch nicht spoilern lassen. Einfach nur um zu sehen, wo es da weitergeht. Okay. Und hoppla. Oh na. Alter, wie Stier, der glotzt. Okay, der Typ hat definitiv keine Seele mehr. Ach du Scheiße. Der sagt da noch nicht mal irgendwas. Also der Kerl hat definitiv keine Seele mehr. Scheiße. So. Dann wird das der richtige Weg sein. Weil wenn hier jetzt schon... Jumpscares getriggert werden oder... Ups. Okay, krass. Wenn jetzt hier schon Jumpscares getriggert werden, muss das ja wohl eindeutig der richtige Weg sein. Ich glaube, das Spiel hat keine optionale Jumpscares parat. Da liegt nur ein toter Wachmann wieder. Aber nee, ansonsten außer... Ah doch, Batterie. Sehr geil. Joink. Außer toter Wachmann und Batterie gibt es ja nichts mehr. Das ist natürlich eine sehr wichtige optionale Batterie. Weil ich kann definitiv jede Batterie hier wieder gebrauchen. Boah, na gut. Boah. Phänomen Nasejucke bei Let's Plays. Puh. Man sieht mal wieder einen Rattenarsch. Das gibt's ja nix. Das gibt's ja nicht so rum. Boah. Ich hasse das, wenn man überhaupt nichts sehen kann. Bitte nicht wie bei Outlast 2, wo am End von der Lepra-Kolonie dann auch einer an der Kante gekockt hat und mich attackiert hat. Okay, jetzt scheinbar beim Innenhof gelandet zu sein. Ich hoffe, das sind nicht weitere aggressive, seelenlose Leute, aber ich befürchte, dass die da sind. Ich bin immer wieder sehr arg spannend, muss ich zugeben. Vor allem auch wegen der Musik gerade. He looks nervous. I would like to kill him. Nee. As would I. Die Dödeldepper. Und dazu die Pimmelmusik wieder. Die Dödeldepper sind zurück.
Pimmel, Paulo und Dödel Dennis. Sehr cool. Dass man euch auch mal wieder sieht, ihr zwei. Die sind wohl gerade frisch nackig aus ihrer Zelle rausgekrochen, guck mal. Unbeteiligten sich, ach, am allgemeinen Aufstand von der Insasse. Ja, cool. Das sind mal wieder alte Bekannte mit der Pimmelmusik dazu. Das kündigt schon Knastvergewaltigung an, das Lied. Oh Gott. Hör dir nur die Musik an, die sind von Grund auf böse. Okay, oh, dann haben sie mit so einem Gewicht enthauptet. Alter. Ich meine, das war kein schöner Kopf, aber trotzdem beschissener Tod. Ruhe in Frieden, Osterinsel. Wir müssen wohl do lang. Direkt ins Pimmelgebiet. Ja, der sagt Pimmel auf YouTube. Oh Mann, ich hab so überhaupt keinen Bock gerade. Ich rechne jeden Moment mit einer Knastvergewaltigung hier. Also die scheinen ursprünglich auch aus dem Zelleblock zu kommen, die Typen. Da sind sie, jo. Oh Gott. Da sind sie. Tief im Fussel verborgen. Machen die mir was? Oh oh. Ich sehe den schon mit seiner Halbglatz und den mit seiner Frankenstein-Frisur. Oh oh. Machen die mir was? Die scheinen recht harmlos zu sein. No, oh 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 oh, der schlagt schon mit seiner Machete. Ich mach dir nichts, echt nicht. Hübscher Penis. Oh Gott, ich will weiter. Oh oh, du hängst nur noch Arm dran am Zaun. Hab das dumme Gefühl, die rennen mir hinterher, wenn die schon sagen, ich würde ihn gerne töten. Obwohl die Musik hört auf. Die Musik hört auf. Die. Nett. Hübscher Thorsen. Und die Hand. Und ich glaube, unser Basketballspieler ist hier irgendwo in der Nähe. Schmeiß nicht mit Cap noch mir, du Arschgesicht. Du Ghoul. Oh oh. Oh oh, die Dödeldeppe kommen. Nein. Hilfe. Ich will hier durch, ich will hier durch. Bitte macht mir nichts. Oh oh, oh oh, oh oh. Die Hände auf mich abgesehen. Ach, der Basketball-Ghoul hat's auf mich abgesehen. Und ich hoffe, die sind so blöd, um jetzt die Treppe, die Leiter hochzuklettern. Scheiße, ich hab Panik. Speichert. Ihr kommt mir nicht hinterher. Weil, wenn ihr Sprosse hochklettern, dann klatscht euren Dödel die ganze Zeit gegen die Ledersprosse. Und das macht euch impotent, wenn ihr das nicht eh schon seid. Ach du Scheiße. Pfeife zur Beruhigung. Oh Gott. Hört ihr das? Herzklopfe hört man. Und er schnauft auch wie ein Drecksau gerade, der Typ. Okay, hier können wir reingehen und können ein Dokument lesen, so zur Beruhigung, die Sache. Puh, lesen wir doch mal zur Beruhigung ein Dokument. Ich muss aber sagen, es gefällt mir auch besser, wenn man draußen ist. Ach, wenn es im Gefängnis bzw. in der ihrer Anstalt im Zelleblock ist, ist es trotzdem besser, wenn ich draußen bin, als in der Anstalt gefangen zu sein. Da ist es noch erheblich schlimmer vom Feeling, finde ich. Die Wallrider-Warnvorstellung von j.billings@murkoffcorp.us.com an k.vigalando@murkoffcorp.us.com. Betreff Re-Patient Samul. Kurt. Wir haben wieder einen, und diesmal kannst du es nicht als ein Fall von akuter psychopathischer Belastungsreaktion abtun. Ein Wachmann ganz hinten im Verwaltungsblock ist der neueste Mitarbeiter, der anfängt, Wernickes Märchen zu sehen. Er war nie dem Antrieb direkt ausgesetzt, ist nie unterhalb des ersten Stocks in diesem Gebäude gewesen. Es wäre schon ein unglaublicher Bruch von Protokoll und Sicherheit, wenn Ärzte sich in Hörreichweite eines angestellten Wachmanns über Wallrider unterhalten würden. Und es scheint schon sehr unwahrscheinlich, dass er alleine über eine solch obskure und mystische Geschichte gestolpert ist. Es ähnelt zu sehr dem Fall von Dr. Samul oder Samuel und den anderen vor ihm. Es ist eine Sache, wenn ursprünglich gesundes medizinisches Personal unter den Bann der Wahnvorstellungen ihrer Patienten fallen, aber es ist etwas anderes, wenn diese Überzeugungen, ich weiß auch nicht, über die Luft übertragen werden. Wir müssen persönlich miteinander sprechen. Billings. So sieht's aus.
Genau. Boah, ich mag nicht, ich mag nicht. Ich mag hier nicht durch, ich mag hier nicht durch. Ich will nicht wissen, was hier kommt. Irgendeiner kreischt wie Sau mal wieder. Ich rechne irgendwie mit allem grad, vor allem mit der Dödeldeppe wieder. Okay. Soll ich vielleicht auch wegrennen? So rein wegen der Gefahr und so. Oh. Das ist aber nicht dasselbe wie der ohne, oder? Das sieht aber genauso aus. Der Herr ohne Aug. Der Herr ohne Lipp. Reizender Bursche. Scheiß, die Wand. Okay. Ich kann alles. Herrn Uff. Oh Mann. Ich bin immer gespannt, was jetzt noch für ein Scheißdreck hier kommt. Voll die Katze-A-Lock-Geräusche. Komm, ja, komm. Na gut, du kannst nicht hochklettern, aber ich sollte wohl vorher nochmal hier reingehen. Allein wenn es hier nur Batterie oder ähnliches gäbe, wäre toll. Nee, wieder nur so kaputt wie das, was mal ohne Captain, wo es nicht weiterging. Nach wie vor nicht weiterzukommen in deine Dinger. Ich hoffe nur, die Nackische sind jetzt nicht so hartnäckig hier. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always Billy Hope, here. der Wallrider wird. Machst du mir was? Okay, das ist nur ein friedlicher Spinner, glaube ich. Friedliche Spinner sind immer am Lippsturm, um ehrlich zu sein. Okay, der sieht auch normal aus. Hast du noch was? Für mich parat, irgend so ein cooler Tipp? Nee. Okay. Na gut. Die friedliche Spinner sind mal echt immer am Lippsturm. Kein Dokument oder sonst irgendwas. Okay, der bleibt auch dort vor Ort. Das ist in Ordnung. Der darf ruhig dort bleiben. Ich mag jetzt nicht noch weiter. Oh! Es ist nicht auch gerade das Geräusch vom Ballrider gewesen. Ich glaube, der Ballrider jagt ein paar Patienten. Dort drin geht auch irgendwas ab. Ich sehe es an der Schatte. Sie irgendeiner wird auch verdroschen oder ermordet oder sonst irgendwas. Hier drin geht mal wieder die Luzi ab im Zelleblock. Okay, Scheiße. Da kommen wir nicht durch. Boah, und die Musik mal wieder. Ich habe mir hinterlassen. Fußabdrücke, ja. Außer Gegröße, nix Gewöse. Ach du liebe Zeit, wie widerwärt. Oh, hier ist irgendeiner verschwunden. Ja. Außer Gegröße, nix Gewöse. Scheiße. Geht's auch nicht weiter. Dann sollte man vielleicht hier durch schnell. Tschüssi. Okay. Boah, ist das heftig. Ist das ein heftiger Scheiß, oder? Und hier haben wir Kontrollstation oder irgendwas in der Art. Na gut. Ist dort Dokument oder so gewesen? Nee. Ich habe gedacht, das hätte irgendwas Blaues aufgeblitzt, dass ich ein Dokument lesen könnte. Du scheint das Funkgerät zu sein, was man die ganze Zeit gesucht hat. Ich mach mal lieber zu. Man weiß ja nie, was dann passiert, wenn die Sequenz gestartet wird. Da ist das Funkgerät, jawohl. Sonst haben wir hier keine, ja, keine andere Dinger. Das Logo soll übrigens auch bei Outlast 2 in der Schule zu sehen gewesen sein, aber ich persönlich habe es leider nie gesehen. Vielleicht habt ihr es ja gesehen, als ihr es gespielt habt oder mein Let's Play geguckt habt. Und ich jetzt sage ihr, liebe Leid. An der Stelle. Okay, ich habe gedacht, ich hätte was gehört. An der Stelle mache ich einen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Outlast Whistleblower. Uff.
pelzig. Und dann benutzen wir das Funkgerät und gucken, was sich hier noch entwickeln wird. Ob wir Hilfe kriegen. Ob in letzter Sekunde mal wieder der Strom abgestellt wird oder ob sonst irgendjemand dazwischen funkt. Also machen's gut, wenn wir das rausfinden und bis morgen. Eiern. Yankee.